Buongiorno, Guzzisti, Buongiorno, Enduristi. Endlich ist es soweit, wir können wieder raus. Die Quarantäne hat ein Ende gefunden und Italien macht am 3. Juni seine Grenzen auf. Wir wissen zwar nicht, ob wir zurückkommen oder weitere zwei Wochen in Quarantäne müssen, aber Italien ist offen. Daher müssen wir uns nach einem passenden Untersatz umschauen, wie wir nach Italien kommen. Und unser favorisiertes Gerät ist natürlich die Moto Guzzi V85 TT Travel. Weil wir wollen ja nicht nur bis nach Jesolo fahren, wir haben vor, hinunterzuglühen bis nach Apulien. Wir befinden uns heute zwar nicht in der Toskana, es schaut irgendwie ein bisschen ähnlich aus, sondern leider nur in der Nähe von Wien, aber wir bereiten uns vor auf die große Reise und wir bereiten uns eben mit dieser Moto Guzzi vor. Was bedeutet das? Beheizbare Handgriffe zum Beispiel. Ja? Jetzt werdet ihr lachen und sagen, in Apulien brauche ich keine beheizten Handgriffe, aber wenn es einmal zu regnen anfängt, die Pässe, den Stelvio und so weiter, da werdet ihr froh sein, dass ihr serienmäßig Heizgriffe bei diesem Motorrad mit dabei habt. Wir haben weiters eine hohe Touring-Scheibe, die im Winkel verstellbar ist. Diese Scheibe bietet hervorragenden Windschutz nicht nur für die Brust, sondern letztendlich bis zum Helm, sodass man wirklich sehr gut wind- und wassergeschützt mit dieser Moto Guzzi reisen kann. Ich möchte euch noch einmal kurz die Leistungsdaten dieses Motorrads in Erinnerung rufen, bevor wir in die Hitze Apuliens hinunterglühen. Ein längsliegender, luftgekühlter V2-Zylinder. Längsliegend deswegen, weil die Kurbelwelle da längs angebracht ist. 883 Kubikzentimeter, 80 PS, 80 Newtonmeter und fahrfertig 229 Kilo. Weiter serienmäßig bei dieser Moto Guzzi V85 TT Travel sind die LED-Zusatzscheinwerfer. Ich kann mir vorstellen, im Nebel von Elba zum Beispiel. Die Moto Guzzi V85 TT Travel wird mit zwei wunderbaren Seitenkoffern mit 37 und 27,5 Liter ausgeliefert. Das ist eine Kunststoff-Aluminium-Konstruktion, eine äußerst stabile Konstruktion. Ein Topcase ist bei diesem Modell serienmäßig nicht mit dabei, was mir allerdings nicht sehr viel macht, weil ich eine weiche Tasche oben drauf gepackt habe und noch wesentlich mehr verstauen könnte. Locker ein Zelt, Schlafsack, eine größere Tasche. Man ist äußerst variabel unterwegs. Nicht vergessen möchte ich auf jeden Fall auf das Moto Guzzi Mir System, das in Kombination mit dem TFT-Display eine Connectivity mit eurem Mobiltelefon herstellt, über Bluetooth. Ihr könnt euch die Navigation ins Display einspielen lassen, gegebenenfalls auch Telefonate annehmen, Trip Computer, alles ist verbunden. Ihr könnt auch nach einer Reise genau schauen, wo ihr wart, wie viele gebraucht habt, wie es euch ergangen ist. Apropos Verbrauch: Wir haben einen 23 Liter Tank, der euch mit einem Verbrauch von ungefähr 4,5 Litern wirklich absolut enorme Reichweiten ermöglicht. Über 400 Kilometer sollten wirklich kein Problem sein und da kommt man wirklich schon weit und eine kleine Pause, ein Defueling-Stop wird bei jedem Reiter irgendwann einmal notwendig werden. Die Moto Guzzi V85 hat in diesem Fall eine Sitzhöhe von 830 mm. Das geht sich für mich gerade aus. Es würde allerdings auch eine niedrigere Bank geben und auch eine höhere für Hühnern. Diese Moto Guzzi Travel ist in einem wunderschönen Kalahari Beige gehalten mit roten Applikationen.
Toll finde ich, dass Moto Guzzi die Travel auch mit einer etwas geländetauglicheren Bereifung ausgestattet hat. 19 Zoll Michelins vorne, 17 Zoll hinten, kein schwerer Geländereifen, aber etwas, womit man auch schon leichteren Gelände, Schotterstrecken und so weiter super zu Rande kommt. Ihr seht hier auch, wir sind schon quasi Offroad unterwegs. Die Bremsen sind sanft ansprechend, man hat schnell viel Vertrauen in die Bremsen, auch ins Vorderrad. Man fühlt die Moto Guzzi sehr angenehm, sanft, sie ist nicht aggressiv, sie ist für mich sicher ein ideales Reisemotorrad. Ich brauche eigentlich nicht mehr Leistung als die 80 PS, 80 Newtonmeter. Mehr Leistung würden mich vielleicht ein wenig hetzen, würde meine Reise aggressiver gestalten. Ich möchte aber die Natur genießen. Ich möchte mit Saft und Kraft nach Apulien cruisen. Beim Fahren ist diese Ragazza natürlich ganz mein Schatzi. Ich fahre sehr, sehr gern mit der V85. Sie ist ein einfach handzuhabendes Motorrad. Ich würde auch sagen, ein fehlerverzeihendes Motorrad. Sie ist sehr, sehr beweglich, hat einen bulligen Antrieb mit ihren 80 Newtonmetern aus dem V2-Zylinder schon aus niedrigen Drehzahlen heraus. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass diese Moto Guzzi sehr gerne auch Drehzahl schonend fahrt, und wenn man die Power braucht, dann gibt man ein bisschen Gas und sie kommt von unten wirklich bullig und saftig raus. Das macht irrsinnig viel Spaß. Das vielleicht größte Plus bei dieser mittelschweren Reise-Enduro ist natürlich der Kardanantrieb, und zwar deshalb, weil ihr euch über die Wartung einer Kette, Spannern, Schmieren und ähnliche Dinge wirklich überhaupt keine Sorgen machen müsst. Das ist ein wirklich reisetaugliches Motorrad.